Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Nationalpark. Schreib's da unten hin, seltsamer Name. Und willkommen zum neuen Video bei Conny und Klaus on Tour. Ihr seht, wir sind on Tour. Es geht hier über Gravel Road raus aus dem Park. Gepennt haben wir wunderbar. Wir durften allerdings das Fahrzeug nicht verlassen. Nee, die Mücken waren unausstehlich. Hier ist Gewaltversammlung. Das ist das Schlimmste auf der Tour. Ja. Ich nehme an, es wird noch schlimmer kommen, aber schauen wir mal. Bis jetzt kommen wir eigentlich mit dem Handicap kein Warmwasser relativ gut zurecht, Conny, ne? Ja, dauert halt alles ein bisschen länger. Man muss sich anders organisieren, aber ja, gut, funktioniert. Also, wir haben ja Warmwasser, aber kein fließend Warmwasser. Das ist halt alles ein bisschen mehr wie früher. Hier kommt noch ein Radfahrer entgegen. Wir fahren jetzt hier raus nach Wix, wie heißt die Stadt hier? Wix, keine Ahnung. Gefle, glaube ich, ja. Hier ist eine Stadt, da hoffen wir, dass wir was einkaufen können. Bisschen Fleisch, bisschen Brot, Zeug brauchen wir noch. Mhm. Und dann geht's an die Küste. Fahren wir so links. Zu einem hoffentlich schönen Stellplatz auf einer Halbinsel. Bin mal gespannt, wie das dort ist, ob das klappt. Hier, was geht's mal wieder ein paar Kilometer in Richtung Norden. 113 zeigt das Ding hier an. Ich nehme an, es sind noch ein paar mehr, aber es ist wurscht. Da vorne geht's auf den asphaltierten Weg und dann geht's wieder raus. Und wir schrapp. Wir nehmen euch mit, freut euch auf die Tour. Wir wissen nicht, was wir erleben, aber das Ding geht jetzt wieder über 2 Tage. Und da werden wir euch und uns wieder genug zeigen können. Also kommt mit und viel Spaß beim Video. Da ist Conny mit ihrem Leergutsack. Ja. Jetzt geht's rein in den Koop. Ein paar Dinge noch einkaufen. Da drüben bimmelt's. Ist ja der Deibel los hier. Da wird gleich wohl der ICE kommen. Ich bin mal gespannt. Ogi zugi durch. If I had a boat, I would sail out. Take every brother and sister of mine. We'd row in the sunshine and sleep when it's dark. Hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black. 'Cause it's black, it's all black, black water. If I had some time, I'd be biting it well. But my house is on fire, there's no one left to tell. Is given, the doors have been sealed. Just breathe in the poison and hope God is real. I'll pick you violet flower. Hey Leute, angekommen sind wir. Ihr habt ja Teile der Anfahrt gesehen. Und da zeigt sich auch mal wieder, die guten Plätzchen gibt es nicht umsonst. Die muss man sich erfahren. Ja, und die hat man vor allem am Wochenende in Schweden natürlich auch nicht alleine. Aber das sind jetzt 3 weitere, ein Wohnwagen, 2 Wohnmobile auf dem Platz. Das passt, das ist schon super. Und der Ausblick hier, es ist ein Traum, es ist ein Traum. Da hinten steht schon alles fürs Zielbier. Und ich drehe euch mal rum, damit ihr seht, wo wir hier sind. Wir sind hier direkt an der Ostsee. Mit vielen Steinen geht es hier runter an Steinstrand. Es ist 26 Grad. 1. Juni. Geil. Und wenn wir dann vom Willi die andere Richtung gehen, auch hier Steine, aber ein klein wenig Sand, wo man reinkommt. Aber die Brühe ist noch zu kalt. Das ist so traumhaft, wie das ist. Das ist irre. Wie an der Karibik. Warte. Da kann ich jetzt nicht hinfilmen, da liegen welche. Weil, was ich euch noch zeigen wollte, ist halt typisch für diese Ecke der Insel oder Halbinsel, dass ja diese komischen Steine hier mehr oder weniger groß am Strand darum liegen. Hier ist Sand, ein Stück. Immer noch geflecht. Und die Anfahrt, heieiei, sehr viel Bretter darf das Auto nicht sein.
Heieiei, was waren die letzten 4 Kilometer für ein Ritt? Sau schmal, teilweise zugeparkt. Buh. Also mit dem voll integrierten. No way. Wir sind hier. Es ist warm, es ist geil, es ist Zielbierzeit. Oh, Conny, da habt ihr die Idee. Da, da seht ihr die Conny noch. Wir stoßen an. Auf den schönen Platz hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen, dass das so toll ist. Glück muss der Mensch haben. Also, zum Wohl, see you later. Prost. Ja, unsere Mittagsstunden haben wir gegessen, das Zielbier getrunken. Ich bin jetzt hier auf der Suche nach einer ominösen Meerjungfrau. Die soll es hier irgendwo geben. Ach, guck mal, da kommt schon was. Da kommt schon was zwischen den Felsen empor. Ha, ha. Da hat sich ja jemand gemütlich gemacht. Eieiei, in der Sonne will sie brutzeln. Ja, das sieht hier aus wie in der Karibik. Lufttemperatur haben wir 18 Grad. In der Sonne geht es natürlich kaputt. Ah, herrlich. Ich glaube, ich lege mich da auch mal hin. Und hier gibt es ja eigentlich alles. Alte Bäume, Strand, Felsen, Ostsee, Blaubeeren. Unglaublich. Und viele Möwen, die brüten da drüben. Dann, ich denke mal, so spannend wäre jetzt die Drohne hochzulassen, so unentspannt dürfen die Viecher sein da. Ja, da drüben ist es noch ein Badestrand. Auf der kleinen Insel da brüten Möwen. Dann auf den vorgelagerten auch, hier vorne auch nochmal. Da sind hier auch hinter uns viele Möwen, die da am Brüten sind. Wollte die Drohne hochlassen, aber ich denke mal, die Viecher werden da relativ unentspannt sein. Lassen wir mal bleiben, bevor Möwe und Drohne runterkommen. Ein herrlicher Strand, ein herrlicher Sonnenschein, aber uns scheint schon wieder ungemacht zu drohen. Unser Gewitter ist da hinten. Gleich haut uns wieder der Blitz in den Arsch. Zack, die Nacht ist rum. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen an der Ostsee. Wir stehen auf dem Plätzchen, weil gestern Abend diesen kuriosen Sonnenuntergang noch gesehen haben. Haben endlich unser Skandinavienwetter gefunden. Es ist bedeckt, es ist frisch, es ist skandinavisch. Ja, soll heute aber wieder klein wenig besser werden. Aber klar, nach 2 Traumwetterwochen haben wir auch ein paar Tropfen Regen verdient, glaube ich. Heute Morgen war hier auf dem Stellplatz schon ordentlich was los. Also nicht da unten am Strand, da geht heute keiner baden, sondern ihr da oben, der Kollege, den ihr da oben seht, der hat sich da gestern im Sand festgefahren. Und heute Morgen haben die Schweden hier eine Rettungsaktion organisiert, also haben wieder rausgekriegt. Ich wollte dann auch helfen, aber meine Schiebekraft haben sie nicht gebraucht. Alles gut. Schön, dass er wieder draußen ist. Dann passiert halt mal. Der Billy steht noch hier, der wird gleich fahrfertig gemacht. Conny ist dann noch beim Geschirr am Wegräumen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Zu einer Brücke wollen wir. Ein bisschen was gucken wollen wir noch. Wenn die Sonne rauskommt, irgendwo die Drohne noch hochlassen. Hier macht es mal mit keinen Sinn. Und vielleicht noch ein schönes Plätzchen anfahren. Was heißt vielleicht? Natürlich wollen wir ein schönes Plätzchen anfahren. Also, freut euch auf den Tag heute und seid wie wir gespannt, wie er ausgeht, was wir erleben. Gesehen, wo wir drüber gefahren sind.
Conny hat gefilmt wie ein Weltmeister. Und hier ist sie, die High Coast Bridge. Wahnsinn, wa? Einfach beknackt, was die hier hingebaut haben. Und die Aussicht, die haut eben natürlich um. Der Knaller. Wir sind noch am Überlegen, ob wir hier übernachten oder nicht. Geplant war es jetzt nicht, aber wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit zum Überlegen. Es ist ja erst kurz nach Mittag. Die Höger Küstenbrücke, also die Hochküstenbrücke, ist die längste Hängebrücke in Schweden. Das Ding hat eine lichte Weite von 1280 Metern und die lichte Höhe beträgt 40 Meter. Insgesamt ist es 1867 Meter lang und da oben 186 Meter hoch. Ja, und wir beide Hübschen betrachten uns hier dieses fantastische Bauwerk. Ja. Oben steht der Willi und bei dem Krach glaube ich nicht, dass wir hier übernachten. Mit den LKWs sehr schön. Also, so schön, wie es aussieht. Ja. Da kriegst du ja noch mit, was hier alles an Verkehr da drüber rollt. Eigentlich ist es schade hier. Er rollt ein Großteil des Skandinavienverkehrs von Nord nach Süd, also Richtung Nordkap und zurück drüber. Die wenigsten halten hier an, um das Ding zu besichtigen. So ein schönes Fleckchen. Besonders lange gefahren sind wir jetzt nicht mehr von der Brücke, aber das war schon ein beeindruckendes Erlebnis. Hat uns beiden gefallen. Wir sind jetzt wieder am See, wieder an der Brücke. Einen kleinen Umweg mussten wir fahren, weil die Straße gesperrt ist. Und glücklicherweise ist die Straße wegen der Brücke gesperrt. Hier ist also Ruhe. Da unten ist ein See. Der Planet brennt wieder. Klasse. Schön. Wir nehmen jetzt unser Zielbier und schauen dann mal, was es noch so gibt. Ich muss mich ja noch zum Tischlein lehnen. Also, angekommen, Zielbier, zum Wohl, euch alles Gute und wir melden uns, sobald hier irgendwelcher Handlungsbedarf ist. Na, ihr Lieben, hier ist eine Feuerstelle, da ist Holz, hier habe ich noch kleineres Holz, Anzündwolle ist schon drin. Hier ist nicht mehr viel Gas drin, habe ich festgestellt. Aber wir versuchen jetzt trotzdem mal ein Feuerchen zu entfachen, damit wir uns was zu Abendessen brutzeln können. Ja, die Anzündwolle wird als erstes brennen, ob der Rest angeht, werden wir sehen.
Schönes Blitzchen hier, da geht das. Fahren wir das Feuer mal hoch und stellen danach den Dutch Oven drüber. Wir haben Kartoffeln, Schweinefleisch, diverse Gewürze und das wird was werden, denke ich. Oh, schau mal, es läuft an. Den Willi sieht, der steht da oben. Hier ist ein bisschen Schatten. Vielleicht nicht ganz optimal das Licht, aber das Ding will ich jetzt nicht über einen halben Platz schleppen. Also eben das Holz gleich hier. Wir werden allerdings dann, so wie das aussieht, da drüben an der Banke in der Sonne unser Mahl zu uns nehmen. Nicht hier, weil hier geht die Sonne weg, da sind wir dann gleich im Schatten. Schauen wir mal. Ja, also dampfen tut's. Das wird. Schaltet euch gleich wieder zu. Wenn wir dickes Holz drauflegen, dann lassen wir das runterbrennen, bis noch Glut da ist. Und dann kommt der Dutch Oven oben drauf. So viel ist da nicht drin, braucht da keine Kohle drauf machen, da kommen wir so klar. Jo, los geht's. Ja, dampft noch ordentlich. Das beste Holz ist das hier nicht, aber dafür geschnitten und kostenlos. Alles gut. Man, jetzt erstmal noch ein bisschen Glut. Dann kommt der Dutch Oven drauf und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Conny hat den Thermazell gebracht. Alle Zutaten sind hier in die Dinger drin. Kartoffeln, Fleisch, Zwiebeln. Dutch Oven Gewürzzubereitung. Bin mal gespannt, Wasser. Das kommt dann auch noch in Dutch Oven drin. Und was wir hier haben ist, ihr kennt das. Fässchen Wein. Mahlzeit. Conny. Auf einen hoffentlich schönen Abend hier. Ja. Sonnenuntergang 22.45 Uhr. Sonnenaufgang 2.32 Uhr. Hi, jetzt bin ich mal gespannt. Angebraten ist alles. Es ist fast nur noch Glut da. Die Brühe ist drin, das Zeug blubbert jetzt vor sich hin. Bin mal gespannt, ob das wird. Also, bin ja ehrlich. Erste Mal Dutch Oven. Schau mal. So. Und ihr zieht jetzt um, damit ihr näher am Geschehen seid. Naja, dann schauen wir doch mal rein, ob das langsam schon Form an. Uiuiuiui, das blubbert und macht und tut. Wunderbar, da können wir gleich ein gutes Essen machen. Essen. Leute, die Conny hat mir hier mal eine Passion reingemacht. Wenn das nur halb so gut schmeckt, wie es riecht. Ja, es sind wunderbar. Wobei, ich habe schon festgestellt, wir haben ja so vom Gewürzkontor Dutch Oven Gewürz. Viele Chilis und Jalapenos drin. Und heiß wie es, vernehme ich gerade. Aber das ist hier. Ah, ich nehme einen Haps. Heiß, hast du gesagt. Ja, so heiß. Hot oder heiß? Very hot. Mhm. Ja. Beides heiß. So, lesen Sie es auf und danach gucken wir mal, was wir noch gucken. Gut. Wenn Conny das sagt, dann schmeckt das gut. Also, ja. Bitte. Wir schalten dann mal ab. Moin, ihr Lieben. Nach dem Grillen haben wir ja nicht mehr weiter gefilmt. Wir haben wunderbar gepennt. Haben heute Morgen auch schon gefrühstückt. Die zwei Radfernfahrer sind weg. Da ist eine Dame, die will die Ostsee umrunden mit dem Fahrrad. Respekt. Und ein Herr aus der Schweiz, der will zum Nordkap und zurück. Auch Respekt. Super Dinger. Wir fahren jetzt los. Das hier ist der letzte Teil vom Video. Heute Abend ist auch hier mit Schluss. Dann fängt das nächste an. Wohnmobilverkehr ist sehr hoch hier. Navi wollte uns wieder über eine gesperrte Brücke jagen. Das ist die vom Campingplatz. Deswegen haben wir ja Ruhe. So sind wir da nicht gefahren. Wo wollen wir hin? Zum Kullaberg. Kullaberg. Ja, wir fahren da mal an. Angeblich geht eine Seilbahn hoch. Heute ist Montag, der 3. Juni. Montag. Garantiert geht die heute nicht hoch. Da muss die Drohne hoch.
Wetter bedeckt, aber ordentlich, kann man nicht meckern. Wir haben so eine halbe Stunde nur zu fahren, also heute gibt es keine große Strecke. Heute Abend werden wir auf dem Stellplatz vom Kulabesch Reservat, Reservat da übernachten und morgen versuchen, die Schlucht anzuwandern. Bei Flachland-Tiroler ohne Kondition. Aber wir schauen mal. Gut, jetzt geht's erstmal zum Kullerberg. Da werden wir uns kühlen, nicht wahr? Und wenn wir dort sind, seid ihr wieder dabei. Bis gleich. So, an dem Skulleberget sind wir. Wie befürchtet, läuft nicht. Das heißt, läuft schon. Ich drehe euch gerade mal mit. Die Bahn geht da hoch. Gestern muss wohl von 11 bis 15 Uhr Betrieb gewesen sein. Heute sind Wartungsarbeiten. Also die fährt, die schrauben und spritzen und tun da rum. Aber wir kommen da nicht hoch. Schade, hätte mir gefallen. Aber hier jetzt 350 Höhenmeter auf Klettersteig teilweise. Nichts für so alten Säcke. Grenzen muss man erkennen. Und ich guck mal, vielleicht kann die Drohne was sehen. Ich weiß es nicht, ich jag die mal hoch. Naturum sind wir jetzt, also das Besucherzentrum, Informationszentrum vom Skulebergens Naturreservat. Hier gibt es vieles zu erwandern, zu erleben, zu sehen. Wir gehen da mal rein und gucken uns das mal an. Was es hier natürlich auch noch gibt für Freunde des gepflegten Klettersportes, steile Klippen. Nichts für uns. Maximal gucken. Und für die Klettermaxen gibt es hier eine spezielle Abteilung mit Bergführer, mit Ausrüstung, mit allem. Und kannst, wenn du es kannst, auch dann alleine da hoch. Wir können es nicht. Also eine kurze, knappe Ausstellung. Hier wird erklärt, wie hier die Küstenlinie entstanden sind, wie das Kulleskogen Nationalpark entstanden ist. Ein paar Minuten ist man durch, aber das ist sehr informativ. Hier wird nochmal anschaulich erklärt, wie das mit der Landhebung hier vonstatten ging. Das ist wirklich sehr bildhaft dargestellt. Und man muss sich das mal vorstellen, in 13.000 Jahren seit der letzten Eiszeit ist das hier 300 Meter hoch. Klasse. Also, was haben wir gelernt? Da oben war vor 30.000 Jahren der Strand. Jo. Conny lacht sich kaputt. Und die haben sie in so einer Wanne das Ganze noch mal ein bisschen bildhaft dargestellt. Finde ich eine gute Idee. So, ihr Lieben, wir parken jetzt hier in der Wildnis. Nehmen mal eine Vespa zu uns. Haben hier gerade noch beratschlagt und die Kralle, die war da oben in dem Naturium, ne, wie heißt das? Ja, war so. Ergattert haben, noch mal genauestens studiert. Wir parken noch mal rum. Also, wir fahren zum Parkplatz West. Der ist die Strecke zwar etwas länger, so wie das hier beschrieben ist, aber sie wäre deutlich einfacher zu laufen. Also, bevor wir jetzt hier eine kürzere Strecke versuchen und abbrechen, gehen wir auf die längere, die anscheinend machbar ist. Also, wir parken noch mal um, nehmen euch mit beim Umparken und sehen uns dann am Eingang West. Ja. Hallihallo.
nochmal umgesetzt, den Willi. Nach gefühlt 50 Kilometer Gravelroad sind wir jetzt, glaube ich, da, wo wir auch pennen. Ob wir morgen hier nochmal pennen, weiß ich nicht. Was wir morgen Vormittag beginnen, ist unsere Wanderung. Schauen wir mal, wie lange wir dafür brauchen. Wird Spaß machen, anstrengend sein. Ich hoffe, das Wetter wird mindestens so sein wie heute. Abends immer ein bisschen paar Tropfen und der Rest bedeckt, dass wir uns nicht kaputt schwitzen. Alles in Ordnung. Was wir jetzt mal machen, ist Zielbierchen zu uns nehmen. Zum Wohl, Conny. Prost. Und dann schauen wir mal, wie der Tag hier weitergeht. Irgendwas zu essen machen wir uns später noch. Ja. Jetzt ist hier erstmal Pause und orientieren. Ja. Zum Wohl. Prost. Wir sind fast schon auf dem Trail. Und Conny ist ja wieder. Conny, was filmst du denn da? Noch nicht. Grüne Blaubeeren. Eigentlich alles voll. Das ganze Gelände voller grüner Blaubeeren. Ja, aber wirklich. Wir sind hier 2-3 Wochen zu früh. Ja. Glaube ich. Das wäre ein Festschmaus. Ja, wo sind wir da? Skuluskogen Nationalpark Westeingang. Nachdem wir da hin und her gefahren sind, haben wir uns für den hier entschieden. Einfach aus dem Grund, weil das Höhenprofil und das Kletterprofil hier ein etwas einfacheres ist. Obwohl es weiter ist als von den anderen Eingängen. Ich denke, das passt. Moin, Vormittag starten wir die Tour. Heute nicht mehr, es ist 17 Uhr. Gut, es würde keine Nachtwanderung werden, weil es nicht dunkel wird, aber das muss jetzt heute nicht mehr sein. Da wisst ihr, was euch im nächsten Video erwartet. Denn dieses Video beenden wir hiermit. Also, wenn es gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Folgt in unserem Kanal, darüber freuen wir uns sehr. Und eine Kanalmitgliedschaft wäre fantastisch. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis denne!